Herzlich willkommen zu Darkseid 2 Tipps und Tricks im Countdown. Ja, wir sind noch 3 Folgen, bis wir das Spiel durch haben. Und wir sind jetzt in der Schwarze Stein. Und wir beginnen gleich hier. Hier startet ihr ja. Und ich bin schon vor bis zum Tor gerannt. Hier gehen wir auch gleich rein. Und hier zeige ich euch gleich mal, wie ihr dorthin hinkommt. Ganz einfach. Wie alles, was ich hier zeige. Und wir springen gleich mal hoch. Dann benutzen wir Seelenteilung und nehmen uns hier noch die Seite der Bucht des Toten mit. Gleichzeitig laufen wir mit unserer Green Person, ne? Nochmal hier rum, ne? Haltet euch hier am besten am Rand, nicht dass ihr wieder aus der Seelenteilung rauskommt. Und hier könnt ihr dann wieder durchstarten. Hier um die Ecke war nämlich noch ein Relikt. Dafür gibt es in dieser Folge auch einen Fertigkeitspunkt. Ah, eigentlich könnt ihr hier die Seelenteilung lösen. Ich habe es nicht mehr geschnitten. Aber ich bin dann auch mit der Figur gleich hier gegangen und hier haben wir wieder unsere Filmsequenz. Willkommen im Reich der Finsternis. Dann machen wir mal komplett laufen. Wenn du mir folgst. Ich bin gekommen, um dem Ja, was soll ich hier noch sagen? Dass ich noch eine kleine Überraschung habe. Und zwar habe ich auch noch, sobald ich hier das Spiel durchgespielt habe, kommt nämlich das nächste Video. Es ist noch nicht vorbei. Bis Borderlands will ich noch ein bisschen was machen. Und zwar habe ich mir überlegt, erstmal hier verkaufen wir das Ding. Das Relikt und bekommen wir Fertigkeitspunkte ein. Und da habe ich mir überlegt, einen Seelenlenker töten, auch ein Erfolg, ne? Und dazu muss man das Labyrinth durchspielen. Habe ich komplett gemacht für euch. Gibt es auch eine Kurzfassung, die Wege, die ihr gehen müsst, allen drum und dran. Und ja, ihr geht hier mal rechts rein, ne? Und dann lauft er einfach nur hier hoch. Gibt es eigentlich nichts Besonderes. Ja, da ist Seelenlenker. Und dann will ich nochmal für euch den Feuertopf durchrushen. Da am Ende kämpft ihr gegen den Boss, der mit euch am Anfang redet. Den zu töten ist auch wieder ein Ding. Wie heißt ein Erfolg. Oder eine Trophäe auf PS3. Und was möchte ich noch sagen? Ich sage sehr viel. Ja. Nee. Und zwar beim Seelenlenker mache ich auch alle im Labyrinth, alle Bonus-Dinger. Also nonstop. Insgesamt sind es nicht du kannst jetzt 10 Ebenen, damit ihr bis zum Lilith. Boss seid. Nein, bei mir sind es 20 durch alle Bonusteile. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ich denke mal, vielen wird es auch helfen. Du bist Denn tot. ich habe ja auf dem Wo du Profil nicht reitest, alle Seelenlenker-Dinger gefunden. sich. Und Nicht einmal deine so Mutter. könnt ihr euch gleich mal ansehen. Und da Du kann ich auch bist noch nicht hier, meine könnt ihr, Mutter. seht ihr gleich mal, was in den ganzen Aber ich Waves da war Salon passiert. nicht aus der vermischten Asche von Und Engel und Dämon geschaffen. ja. Und wurden aus diesem ersten Nephilim nicht Dann die anderen. ist es auch schon wieder, dann ist Borderlands Wir Time, waren ne? Brüder der Reiter. Und doch hast du Denke Reue mal, gezeigt, als die dann hätte man das Reiter Thema hier die komplett Nephilim abgeschlossen. Nicht erschlachten. ganz komplett, muss ich dazu sagen. Warum hast du Es das fehlen ja immer Amulett noch ein nicht in den paar Abgrund Teile. geworfen, wie Ein paar der Seiten Rest aus der dem Buch der Fahrt? Toten und so. Warum ihre Seelen Ich hoffe, ihr nehmt es verschlossen? nicht Mir tragisch. nicht, um deine Sünde ungeschehen zu Ich machen. denke mal, ich werde dann Meine zwischendurch, Sünde? zwischen Borderlands, Dieses Verderben wurde in werde ich da Absalom noch geboren. da Es ein reiht von bisschen ihm was auf wie eine aufnehmen. schwarze Flut. Und du, Mutter, musst Und die mir kommen dann helfen, noch sie mal zu so ein stoppen. paar Wo ist der zwischendurch. Dämonenschlüssel? Wenn ich es nicht selber gefunden habe, Unsere auch nur aus dem Elsa. Ach, Informationsdrang. er ist jetzt fort. Denke ich. Und Ich der weiß es nicht. Schlüssel Ich ist will nichts verschwunden. versprechen. Aber auf jeden Fall spreche ich euch noch, dass ich den Feuertopf Oh, komplett keine Sorge, mein durchrushen Kind. werde. Alle Sieht, 101 wie Sünde Ebenen. kann ungeschehen gemacht werden. Also Wellen. Werde ich alle Hiermit kannst machen. du in die Vergangenheit zurückkehren. Zu Bis Sammelsfest zum und Boss vor seinem runter. Fall. Und den Dämonenschlüssel Damit ihr da finden. auch mal seht, ja, was da für Mobs kommen, mit welchen Level ihr denn Ich sollt, bitte dich nur, wenn du die einsteigen Quelle und der hast Seelen du nicht erreichst, gesehen deinem und Herzen Weihnachtsmann und zufolgen so. und den Nephilim Ja. auferstehen zu lassen.
Hinterhältiger Blick. Die große Mama. Aber wir haben was Schönes von ihr bekommen. Fährenläufer. Und jetzt erstmal Informationsdrang weniger. Und zwar, die Sotte ist richtig schön. Das ist das Einzige, wo ihr sterben könnt im Spiel, nur wenn ihr AFK dasteht. Und euch kein Mob hittet. Sonst könnt ihr nicht sterben. Ja. Wir starten gleich los hier. Weiter im Text. Und gehen erstmal runter. Wir haben schon wieder 5 Minuten rumgegammelt, nur mit Videos. Der erste Teil nicht so interessant dadurch. Ich denke mal, im zweiten Teil interessieren sich dann mehr für. Und ja. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie man fixe das Rätsel löst. Mit unserer neuen Fertigkeit. Gleich mal zeige ich euch eigentlich. Ne? Mal dahinter. Hier geht's erstmal nicht runter, ne? Klar, wir müssen da drüben hin. Und hier ist eigentlich ein Gegenstand. Nur nicht in dieser Sphäre, sondern in der nächsten Sphäre. Und das, die Szene hier finde ich so genial gemacht, richtig geil. Und dass du nochmal hier in die Vergangenheit reisen kannst, das ist nochmal ein Grund mehr, dieses Spiel zu mögen. Und dorthin an der Seite, wo ich gerade war, habt ihr gesehen. Eine Fährmannsmünze, ne? Total genial gemacht. Weil theoretisch ist es auch so. Wenn du reist in die Vergangenheit, nimmst du die Münze. Ist doch klar, dass sie dann nicht mehr da ist, ne? Logisch. Vollkommen logisch. Und hier sehen wir erstmal einen wunderbaren eine Legionärs-Dämonenwache oder wie das Dreckvieh auch immer heißt. Es hat so eine scheiß Kette, wo es euch ranzerrt. Also gleich relativ immer in Bewegung bleiben bei dem Vieh und trotzdem noch ein bisschen draufhauen. Wenn ihr Level 20 seid, so wie ich, und ihr habt den König Argul, den abgesetzten König, getötet, dann nehmt die Keule und da habt ihr die Chance, dass die Gegner einfrieren. Empfehle ich euch auch im Labyrinth dann, was wir da auch noch machen werden. Da habe ich auch die Keule dabei und ich empfehle euch. Labyrinth, das sind jetzt 10 Wellen. Ne? Zu den 10 Wellen sage ich euch mal, wenn ihr mit Welle 5 fertig seid, könnt ihr eigentlich raus, weil ihr könnt euch wieder an den Punkt porten. Da geht er einfach raus. Dann skillt er um. So wie ich dann umskille. Und dann ist es einfach nur noch Hundescheiße. Aber dazu dann später ein Seelenlenker mehr. Machen wir erst einmal das schwarze Stein. Ja, hier können wir nicht durch. Also müssen wir uns wieder mal den Weg durch die Seite erkämpfen. Obwohl es mehr Laufen als Kämpfen ist. Und eigentlich mehr Rollen als Laufen. Und am wenigsten von allen denen haben wir einen Loot hier. Der kommt irgendwie immer zu kurz. Da geht's nicht runter. Also hier entlang. Ja. Wir gehen ja von oben nach unten, nach links, nach rechts. Und jetzt nach rechts. Dort ist nichts. Wie wir sehen. Also gehen wir jetzt hier einen anderen Weg. Springen ja an der Seite lang. An der Stelle lasst einfach locker einen Stick, damit er runterkommt. Und dann springt wieder eine Wand lang, springt zur nächsten Seite und springt wieder zurück. Und schon seid ihr drüben. Ja, hochgejumpt. Mitgerannt. Und hier gleich mal so als Informationsdrang. Ja, bist Schweine hässlich. Und ist eingefroren und tot. Wie immer haben wir. Kommen sie halt nicht alleine, ne? Halt nur der Speer. Und das ist der, der halt guckt, wo der andere geblieben ist. Ja. Wir haben überlegt, komm, du kannst zurück, mal gucken, vielleicht kommst du an die Truhe da drüben ran. War eine scheiß Idee. Schon allein, da hinten nur eine Verlieskarte drin ist, weil in den Truhen, in den Knochentruhen sind entweder Skelettschlüsse drin oder Dings. Verlieskarten.
Und hier habe ich mal geguckt, ob das so funktionieren könnte. Und da habe ich mir gedacht, nee, lass es sein. Lass es sein. Auf deine alten Tage hin. Nur auch mal fertig werden hier. Nein. Das nicht, aber eigentlich hatte ich an dieser Stelle gedacht, ja, du kommst da ja nochmal später hin. Weil, das Fernläufer nochmal benutzen irgendwie, dann kommst du dorthin. Dies ist nicht der Fall. Aber da sowieso nur eine, hier eine Seite aus dem Buch der Toten ist und wir jetzt wieder mal ein Kapitel abgeschlossen haben. Da sowieso eine Verlieskarte drin ist, ist eigentlich egal, ob er die holt oder nicht. Hier solltet ihr mal runtergehen. Hier gibt es nämlich was Schönes. Und zwar Mob und eine Truhe. Ja, schöne Dämonenwächter, wie sie auf die Schnauze kriegen. Wie die Truhe öffnen. Und ja. Genau, dort hinten gehen wir auch nochmal hin, was wir gerade gesehen haben, aber relativ zum Schluss. Also, hier weiter im Text. Erstmal öffnen wir hier, ich würde sagen, die Kinnlade, aber nur den Hebel, damit das geöffnet wird. Und jetzt erscheint dieser Mob, von dem wir wieder mal mit seiner Kette herangezogen werden. Hab gar nicht erzählt, was er noch kann. So wie hier gerade gesehen, blockt er schön und ja, ansonsten gefriert er durch die Keule wunderbar. Ne? Und ja, der haut dann auch mal so ein bisschen zu. Im Grunde wieder mal einfach nur ein Mob mit Live, so 0815 Gegner. Mehr Live als alles andere. Mittelmäßiger Schaden, äußerst hässlich und so. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Nicht viel, außer sind so die letzten Dinger. Jetzt seid ihr eigentlich schon so mächtig, dass ihr alles auseinandernehmen könnt. Egal mit welcher Skillung ihr rumrennt. Und hier solltet ihr gleich das Portal benutzen. Bitte. Ja. Truhe genommen. Loot geschnappt. Da hinten erstmal Seelenlenker. Mal wieder eine, ne? Dann können wir hier runterspringen. Nachdem wir erstmal uns umgeguckt haben und uns über eigene Blödheit wundern, dass wir am Ende doch nichts gefunden haben. Ja, sowas, so geht's mir immer oft. Ich will jetzt so gründlich das für euch machen, dass ich das Wesentliche aus dem Auge verliere. Und zwar, dass ich eigentlich weiß, dass dort nichts ist, aber ich gucke trotzdem noch mal dreimal nach. Ja, hier die Käfer, ne? Jetzt haben sie uns schön zum Kammerjäger degradiert. Oh, na gut. Tötet auch, ne? Ist halt sein Handwerk. Und wenn es nur der kleinste Käfer ist, alles wird von ihnen getötet. So, nachdem wir uns wieder mit Verpeilung umgesehen haben, können wir hier hochgehen und erstmal Party feiern. Ja, in der zweiten Sphäre ist ja hier in dem Gelände und da könnt ihr eigentlich rüber, aber hier geht es nicht. Also kommen wir im nächsten Raum rein. Dort müssen wir hin. Dazu brauchen wir einen Skelettschlüssel und den schnappen wir uns gleich. Nachdem wir hier Käfer verwamst haben. Boah, das ist echt so ein scheiß Spray, ey. Fries. Fries. Aber na gut. Gibt halt nicht alles, ne? Man kann es nicht allen recht machen. Schon leider, dass ich gerade nur Damage gemacht habe, verwundert mich. Ja. Hier sind die Käfer halt so ein bisschen dreckig. Aber ich gebe mal so einen Tipp am Rande, der kommt vielleicht ein bisschen spät, aber wenn ihr die Viecher nicht angreift, greifen sie euch nicht an. Ja. Und ich bin so ein kleiner IP-Geiler. Deswegen mache ich alles nackt. Auch wenn sie mich vorher
vielleicht noch am lebendigen Leibe ausziehen oder so. Und hier spielen wir einfach mal hauen Lukas, ne? Doch jetzt ist er endlich tot. Verblüffend, ne? Wie weit er mich eigentlich wieder weggetrieben hat von meinem Ziel. So, dann zeige mal, Figürchen, was wir hier gefunden haben. Wieder mal. Was war das? Fährmannsmünze. 60 Stück sind wir jetzt angekommen. 60. Mal hier noch kaputt. Den noch kaputt. Man, null Damage, warum? Haben die so eine gute Rüstung? Ja. Nach reichlicher Überlegung habe ich mir überlegt, dass ich keinen Bock habe, das hier zu machen. Und eigentlich da hoch will. Doch dann ist mir eingefallen, mach doch lieber erst das da.